Sitzt du gerade an deiner Buchhaltung und dir fällt auf, dass dir eine Rechnung fehlt und fragst dich jetzt, ob du diese Kosten trotzdem in deiner Buchhaltung absetzen kannst? Kannst du? Unter welchen Voraussetzungen, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und es kennt ja jeder, dass irgendwann mal Rechnungen fehlen. Entweder hast du nie eine Rechnung oder einen Beleg bekommen, du hast sie verloren, vielleicht wurde sie geklaut. Die entscheidende Frage ist ja, kannst du diese Kosten trotzdem in deiner Buchhaltung absetzen? Das kannst du tatsächlich. Das Finanzamt akzeptiert Eigenbelege. Das heißt, du kannst dir selbst einen Beleg ausstellen, dass du diese Kosten hattest. Und das Finanzamt wird es akzeptieren. Allerdings muss dieser Eigenbeleg bestimmten Anforderungen entsprechen. Wichtig da ist natürlich, dass die Ausgabe irgendwie in Bezug zu deiner selbstständigen Tätigkeit sein muss und auch in der Höhe glaubwürdig sein muss. Wenn du beispielsweise auf eine Messe gehst, um beispielsweise Kunden zu akquirieren und du hast sowohl am Parkautomaten als auch an der Garderobe keinen Beleg bekommen, dann ist es natürlich glaubwürdiger, dass du vielleicht 10 Euro parken gezahlt hast und weniger glaubwürdig, dass du 120 Euro an der Garderobe bezahlt hast. Damit dein Eigenbeleg auch anerkannt wird, müssen mindestens 5 Dinge draufstehen. Und zwar erstens, wer hat die Kohle bekommen? An wen hast du gezahlt? Zweitens, wofür hast du eigentlich gezahlt? Was hast du gekauft oder welche Dienstleistung hast du in Anspruch genommen? Dann drittens, und das ist natürlich relativ wichtig, wie teuer war das Ganze eigentlich? Das heißt, du musst einen Betrag draufschreiben, weil diesen Betrag willst du ja in deiner Buchhaltung ansetzen und deswegen ist der Betrag natürlich wahnsinnig wichtig. Viertens musst du ein Datum draufschreiben. Wann hat das Ganze stattgefunden? Und fünftens, auch wichtig, was ist der Grund, warum die Originalrechnung nicht existiert? Ist verloren gegangen, wurde gestohlen, der Parkautomat war kaputt und hat dir deswegen keinen Beleg gegeben, was auch immer. Aber diese Begründung solltest du einmal draufschreiben, damit es akzeptiert wird. Und wenn du diesen Eigenbeleg dann einmal unterschreibst mit einem Datum, dann kannst du den in deiner Buchhaltung ansetzen und die Kosten berücksichtigen. Übrigens, eine Vorlage für so einen Eigenbeleg verlinke ich dir einfach mal unten in der Videobeschreibung. Diesen Beleg kannst du gerne für dich einfach verwenden. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, so einfach ist das. Ich muss ja dann nie wieder nach Rechnung fragen. Ich erstelle mir einfach jedes Mal einen Eigenbeleg. Muss ich dich leider enttäuschen. Der Eigenbeleg sollte wirklich die absolute Ausnahme sein und das Finanzamt darf durchaus skeptisch nachfragen, wenn du zu viele Eigenbelege hast. Und du solltest idealerweise auch immer weitere Dokumente haben, die nachweisen, dass das Ganze stimmt, was du da sagst. Bleiben wir beim Messebeispiel. Wenn du zum Beispiel ein Messeticket hast oder den Messeprospekt hast von dem Tag, du hast irgendetwas, was nachweist, dass du an diesem Tag wirklich auf einer Messe warst, dann ist es natürlich glaubwürdiger, wenn du an dem Tag auch Parkkosten oder die Garderobengebühr gezahlt hast. Ein weiterer wirklich wichtiger Tipp, um das Ganze möglichst glaubwürdig zu machen, ist, dass du einfach elektronisch bezahlst. Benutze so oft wie möglich deine Karte oder zahl per Überweisung. Dann hast du ja schon auf dem Kontoauszug eine ganze Menge an Informationen. Das Datum, den Betrag, den Zahlungsempfänger und so weiter. In solchen Fällen kannst du einfach immer den Kontoauszug als Nachweis für deinen Eigenbeleg verwenden. Eigenbelege haben außerdem noch einen echten Nachteil. Und zwar kannst du keine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, für diese Kosten kannst du keine Umsatzsteuer in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen und dir so die Steuerersparnis wiederholen. Denn um die Vorsteuer zu holen, da gibt es bestimmte Anforderungen und ein Eigenbeleg reicht da definitiv nicht aus. Ich habe zu dem ganzen Thema Vorsteuer schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Deine oberste Priorität sollte immer sein, wirklich den Originalbeleg zu bekommen. Auch im Eigeninteresse sollte ein Eigenbeleg wirklich die Ausnahme sein. Aber wie kriegst du das eigentlich hin? Erstens solltest du unbedingt es dir zur Gewohnheit machen, immer nach einem Beleg zu fragen. Überall. Auch wenn es manchmal dumm klingt, nach einem Beleg zu fragen, zum Beispiel an der Garderobe bei einer Messe, aber frag nach diesem Beleg. Und zweitens, wie ich schon gesagt habe, solltest du so oft wie nur irgendwie möglich elektronisch bezahlen. Weil dann hast du schon mal ganz, ganz viele Informationen über diese Ausgabe auf deinem Kontoauszug. Wenn du Contis-Kunde bist, nutze die Contis-Karte so oft es nur irgendwie geht. Und drittens, digitalisiere diesen Beleg so schnell wie nur irgendwie möglich. Wenn du einmal ein Foto gemacht hast, dann hast du die meisten Informationen ja schon irgendwie gespeichert. Und das ist das Schöne an der Contis-App. In der Contis-App kannst du zu jeder Transaktion einfach direkt ein Foto von dem Beleg, von der Rechnung, von dem Kassenbon machen und dann ist es schon mal online an die Transaktion geheftet. Dann kannst du mit dem physischen Beleg aus Versehen alles Mögliche machen, aber du hast alles schon mal konserviert und alles in deiner App. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und viertens, rein praktischer Hinweis für die physische Belege, die Jackentasche, die Hosentasche oder das Handschuhfach sind wirklich ganz blöde Orte, um Belege aufzubewahren. Deswegen da bitte nicht. Von mir aus auch gerne im Handschuhfach, aber nicht einfach so lose. Organisiere dir einen Briefumschlag oder eine Klarsichtfolie und pack da geordnet wirklich die physischen Belege rein. Dann kannst du dir die einmal im Monat rausnehmen und irgendwo geordnet ablegen. Wichtig ist allerdings, dass du sie irgendwo hast.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und vielleicht gibt es jetzt die ein oder andere Ausgabe, die du doch noch irgendwie als Betriebskosten in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Wenn du jetzt denkst, Buchhaltung ist so gar nicht mein Lieblingsthema und ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich habe mir jetzt schon dieses Video angeguckt, das sollte doch reichen, dann gebe ich dir vollkommen recht, denn du als Selbstständiger solltest dich auf dein Business konzentrieren und nicht auf deine Buchhaltung. Für deine Buchhaltung gibt es spezialisierte Experten, zum Beispiel eine digitale Steuerberatung, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Also ich spreche über uns. Das heißt, wir nehmen gerne deine Buchhaltung ab, damit du mehr Zeit für dein Business hast. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal, wenn du hier klickst. Schau aber auch gerne bei unseren weiteren Videos erstmal vorbei, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Viertens. Und viertens.